Ich eröffne die unterbrochene Sitzung nach der Mittagspause und rufe den Tagesordnungspunkt 48 auf, den Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Milchkrise bedroht hessische Landwirtschaft, Drucksache 19-2414, zusammen mit Tagesordnungspunkt 79, dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend bäuerliche Milchviehhaltung in Hessen sichern, Drucksache 19-2459. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Schott, Fraktion DIE LINKE, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr Menschen in diesen Plenarsaal, denn das Thema Milch sollte uns doch alle angehen und nicht nur die Fachpolitiker. Mindestens als Konsumenten sind wir ja betroffen. Die wirtschaftliche Situation der Bauern, insbesondere der Milchbauern, ist einmal mehr auf einem Tiefpunkt angelangt. Das war für uns der Anlass für diesen Setzpunkt. Denn auch wenn wir als Land relativ wenig Möglichkeiten haben, auf die Situation der Milchbauern einzuwirken, halten wir es doch für notwendig, dass sich dieser Landtag mit der Situation beschäftigt und dass wir versuchen herauszufinden, was die Möglichkeiten sind, wo und wie wir einwirken können und wie wir das Leben unserer Landwirte, der Milchbauern insbesondere, im Moment unterstützen und verbessern können. Es hätte auch bei Ihnen mal einen Klatscher hervorrufen können, aber offensichtlich ist es nicht Ihr Thema, sich damit zu befassen. Bei dem Bauernverband zum Essen zu kommen, war in Ordnung, aber hier zu bestätigen, dass man ein Interesse daran hat, dass deren Leben auch wirklich besser wird, das ist wohl zu viel verlangt. Das war so unnötig, wie ihr nicht reagieren. Wütende Bauern, brennende Barrikaden und Mannschaftswagen der Polizei war das Bild vor wenigen Tagen in Europas Regierungsviertel in Brüssel. 7.000 Landwirtinnen und Landwirte machten ihrem Ärger Luft und demonstrierten gegen ruinöse Milchpreise. Mit 1.500 Traktoren legten sie halb Belgien und das Europaviertel lahm. Die Agrarminister der Mitgliedstaaten waren zusammengekommen, um nach Lösungen zu suchen. Am Ende des Tages gab es für die Bauern nicht nur Wasserwerfer und Tränengas, sondern auch 500 Millionen € in einem Paket, die den Milchbauern entlasten sollen. Zinsgünstige Darlehen, Unterstützung der privaten Lagerhaltung und mehr Exporte holten die Agrarminister aus der Mottenkiste, gekrönt vom Vorschlag, die EU solle mit Mitteln für die Flüchtlingspolitik Milchprodukte aufkaufen und an Flüchtlinge ausgeben. Ein vielleicht gut gemeinter Vorschlag, aber doch eher peinlich und schon gar keine Lösung für die Milchkrise. Bundesagrarminister Schmidt will eine Exportinitiative. Dabei exportiert Deutschland bereits Waren im Wert von im Jahr 2013 66 Milliarden €, davon knapp 23% an Drittländer außerhalb der EU. Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch und Fleischwaren sind dabei die wichtigsten Produkte des deutschen Agrarexportes. Genau darin liegt aber ein nicht unwesentlicher Teil des Problems. Erlauben Sie mir einen kurzen Schlenker zur Schweinefleischproduktion. Der Rückfall in den Kalten Krieg mit Embargo gegen Russland und Gegenembargo hat unmittelbar Auswirkungen auf die Einkommens- und Lebenssituation der Landwirte in Hessen. Ob diese Embargos politischen Nutzen hatten, bezweifle ich. Ihr Schaden ist aber unübersehbar, und den erleben Menschen hier in Hessen alltäglich. Den Milchbauern wurde eingeredet, sie müssten für einen neu zu erobernden Markt in China mehr Milch produzieren. Jetzt schlägt die Schwächung der chinesischen Wirtschaft auf Milchbauern auch wiederum in Hessen zurück. Dass unter dem Eindruck dieser offenkundigen Fehlorientierung der Bundeslandwirtschaftsminister und Teile des Bauernverbandes noch immer an ihrer Exportstrategie festhalten, zeigt, dass es ihnen nicht um die bäuerliche Landwirtschaft vor Ort geht, sondern um Großbetriebe, Massenproduktion und Außenhandelsbilanzen. Wir halten das für falsch. Wir freuen uns deshalb, Frau Ministerin, dass Sie hier einen anderen Kurs fahren, und den unterstützen wir auch. Die Frage ist doch letztlich, wollen wir Lebensmittel wie jede andere Ware betrachten, die da produziert wird, wo die Gegebenheiten am günstigsten, sie am preiswertesten herzustellen sind oder was auch immer das Argument für einen bestimmten Ort ist, oder ist es
Oder ist es uns wichtig, dass Lebensmittelproduktion in der Region stattzufinden hat, weil es dafür viele gute Gründe gibt? Wenn wir die regionale Produktion wollen, und ich gehe einmal davon aus, darin sind wir uns hier im Haus über alle sonstigen Differenzen hinweg einig, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Produzenten, also die Landwirte, von ihrem Einkommen leben können. Landwirtschaftliche Betriebe kann man nicht beliebig schließen oder öffnen. Flächen und Know-how gehen schnell verloren. Landwirt zu sein ist kein Beruf wie jeder andere, mit geregeltem Feierabend und freien Wochenenden oder gar Feiertagen. Viele Menschen arbeiten heute zunehmend mit unorthodoxen Arbeitszeiten. Ja, das gebe ich zu, und wir kritisieren das auch an vielen Stellen. Aber bei der Landwirtschaft bestimmt eben das Tier, das Wetter oder das Wachstum die Arbeitszeit, und zwar deutlich mehr, als es der Landwirt selber bestimmt. Milchbauern haben in den letzten Jahren viel Geld investiert, um für das Tierwohl bessere Ställe zu bauen und zu ihrer eigenen Entlastung technisches Gerät anzuschaffen. Und gerade diese modernen Betriebe sind jetzt unter Druck, weil sie schließlich für ihre Kredite auch aufkommen müssen. Die geplante Soforthilfe will auch die Linksfraktion. Aber die reicht doch nicht aus. Der Milchmarkt muss dauerhaft stabilisiert werden. Wir können doch nicht immerzu mit Soforthilfen arbeiten, weil es eine Krise gibt. Die Abstände zwischen den Milchkrisen werden immer kürzer. Wir brauchen einen Systemwechsel in der Milchpolitik. Nicht Billigproduktion und Exportausrichtung, sondern eine Ausrichtung auf die EU-Binnennachfrage und Wertschöpfung durch regionale Verarbeitung und Vermarktung. Die Biomilch zeigt, dass das funktioniert. Die Bauern bekommen erstmals trotz Krise in der konventionellen Milchproduktion weiter einen kostendeckenden Preis, während bisher der Preisabstand auch in Krisenzeiten bei etwa 10 % bestehen blieb. Allen hier im Haus, die sich dazu genauer informieren wollen, empfehle ich einen Besuch bei der Oblender Bauernmolkerei. Da werden Sie noch einmal genau Zahlen, Daten und Fakten über die Entwicklung in diesem Markt erfragen können. Und das ist ein sehr amüsantes Unternehmen, weil man nebenbei auch in die Vergangenheit der Milchproduktion schauen kann, in einem schönen kleinen Museum zur Milch. Die Nachfrage für Biomilch ist unverändert vorhanden, sowie die Bereitschaft der meisten Menschen, für die Milch einen angemessenen Preis zu zahlen. Hessen mit seinen vergleichsweise eher kleinen Betrieben und seiner spezifischen Topografie und Besiedlung eignet sich für die biologische Produktionsweise gut. Deshalb sind hier Beratung und Unterstützung zur Umstellung besonders zielführend und hilfreich. Und die muss gerade jetzt an dieser Stelle, glaube ich, ausgebaut werden. Die ist da, aber die brauchen wir, glaube ich, noch mehr. Sicher darf das nicht der einzige Weg sein. Zusammenschlüsse wie beispielsweise das Milchboard müssen gefördert werden, um den Bauern zu mehr Durchsetzungskraft für ihre Anliegen, besonders der Preisgestaltung, zu verhelfen. Es kann doch nicht sein, dass sie ihre Milch liefern und erst Wochen später erfahren, was sie dafür bekommen. Das ist doch in keiner anderen Produktion denkbar. Ich verkaufe doch nur dann etwas, wenn ich einen Preis ausgehandelt habe. Warum soll das bei der Milch anders sein? Ohne Mengenregulierungssystems jenseits der fehlkonstruierten teuren Milchquote, die seit April dieses Jahres abgeschafft ist, geht es nicht. Ohne Nachfrageorientierung war sie krisenanfällig. Und das Auf und Ab hat zugenommen. Die FAZ formulierte dieser Tage zutreffend Milchpreise im Schweinezyklus. Landwirte brauchen faire und kostendeckende Erzeugerpreise. Kein Agrarbetrieb will Notgroschen aus Brüssel. Das ist doch nicht das, was das Ziel der Bauern ist, dass sie immer dann, wenn eine Krise ist, gestützt werden. Sie wollen doch eine Produktionssituation, die ihnen ganzjährig und über alle Jahre eine Produktion ermöglicht, die ihre Arbeit auch entsprechend würdigt. Die Marktmacht und das Wachstum von Molkereien und Handelskonzernen muss begrenzt werden. Freiwillige Drosselung der Milcherzeugnisse müssen für einen befristeten Zeitraum entschädigt werden. Überlieferungen sanktioniert und Erzeugerzusammenschlüsse gestärkt werden. Die Erfahrungen mit der abgeschafften Milchquote zeigen, dass ein solches System anfällig ist. Daher sollte es nicht, und jetzt bitte ich Sie, mir genau zuzuhören, es sollte nicht wie die damalige Quote staatlich verkündet werden, sondern zwischen den Marktakteuren verbindlich vereinbart werden. Aber da muss dann auch eine Verbindlichkeit her. Wenn Erzeuger, Verarbeiter, Molkereien, Handel und Verbraucher an einem Tisch sitzen würden, dann könnte man den realen Bedarf näher bestimmen und sich daran auch orientieren. Und damit würden die Preise steigen, weil man dann eben das produziert, was man braucht, und nicht darüber hinaus. Und ich glaube, wir kämen tatsächlich bei 40 oder 50 Cent pro Liter an.
wenn dabei nicht die Molkerei dem Erzeuger den Preis diktiert, sondern tatsächlich Augenhöhe gewollt wäre, kämen die Bauern auch aus ihrer Ohnmacht raus. Wenn wir dann noch die regionale Vermarktung und Verarbeitung stärken, haben wir eine Chance, die Milch aus der Krise zu bringen. Dazu braucht es viel Überzeugungskraft, aber auch politischen Willen. Wenn am nächsten Donnerstag die Agrarministerkonferenz tagt, werden die Bauern vor Ort sein und wieder demonstrieren. Frau Ministerin, bleiben Sie bitte bei Ihrer Linie. Exportwirtschaft und das Wachsen um jeden Preis als Allheilmittel sind nicht der Weg für unsere Landwirtschaft. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Wiegel das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landwirtschaft steckt nach 2009 wieder in einer Krise. Die Einkommen der Milch, aber, und das wird leider oftmals bei der Diskussion vergessen, aber auch der Schweinebauern sind nicht mehr kostendeckend. Die Preise für Milch sind 40% unter Vorjahresniveau. Bei den Schweinen ist der Preis 20% darunter. Und der war im letzten Jahr auch nicht berauschend. Dies ist ein Preisniveau, mit dem gerade unsere Familienbetriebe nicht auf Dauer existieren können. Hier sind alle Ebenen gefragt, zu helfen und zu unterstützen, damit wir die Betriebe und die dort lebenden und arbeitenden Menschen und Familien und damit auch unsere bäuerliche Agrarstruktur und unsere Kulturlandschaft erhalten. Uns muss klar sein, ein Hof, dem wir jetzt nicht durch die Krise helfen, ist nicht nur für die Bauern und ihre Familien, sondern auch für uns als Volkswirtschaft und Gesellschaft für immer verloren. Denn die Stalltür, die einmal zu ist, wird größtenteils nicht mehr aufgemacht. Aber lassen Sie mich auch deshalb gleich zu Beginn unserem Finanzminister, der jetzt leider nicht da ist, aber er wird es ja wohl auch mitbekommen, dafür danken, dass er den Betrieben die Möglichkeit erhalten hat, dass zinsfreie Stundungen der Steuerlast sowie auch die Anpassung der Vorauszahlungen ermöglicht wird. Dies ist eine wichtige kurzfristige Liquidität sicherstellen. Und deswegen danke ich auch, dass er hier so schnell geholfen hat, einmal durch die Trockenheit dieses Sommers, aber auch durch die Preissenkungen hier eine Möglichkeit für die Stundung der Steuerlast, die ja leider auf die Jahre im Voraus, auf die Vorjahre berechnet wird. Da war der Ertrag nicht so schlecht. Und lassen Sie mich auch, liebe Frau Ministerin Priska Hinz, auch Ihnen danken. Sie haben vorgestern Abend beim Parlamentarischen Abend der Landwirtschaft zugesagt, dass die Betriebsprämie zum Ende des Jahres 2015 kommen wird. Das ist ein klares Bekenntnis, denn es war auch die Möglichkeit, stand im Raum, dass es im März nächsten Jahres wird. Aber ich glaube, wir haben hier Wege gefunden, dass das funktioniert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das so klar auch gesagt haben. Geprüft werden sollte aber auch die Möglichkeit der Vorauszahlung der Betriebsprämie zu 70% schon früher, was ja von der EU jetzt auch genehmigt wird. Das wäre dann im Oktober oder November. Nur auch das muss man sagen, bevor man Menschen zu viel Hoffnung macht, wird wahrscheinlich mit technischen Schwierigkeiten verbunden sein. Aber man soll zumindest einmal den Weg ausloten, ob es nicht funktioniert. Damit werden zwar die Preise nicht besser, aber der finanzielle Druck gedämpft und die Liquidität der Betriebe erleichtert. Deswegen nochmals vielen Dank auch an die Landesregierung und die Ministerien, die sich hier schnell und unbürokratisch nach vorne bewegt haben, um den Betrieben in dieser schwierigen Lage zu helfen. Lassen Sie uns nun zu den Marktpreisen für die Milch kommen.
Denn hier liegt das Hauptproblem. Weniger als 30 Cent für den Liter Milch sind einfach zu wenig. Unsere Bauern verdienen nicht mehr. Oft wird das Auslaufen, das hat ja auch Frau Schott gemacht, der Quote als Grund für den Preisverfall genannt. Ja, doch, Sie haben das schon, aber ist auch egal. Aber ja, okay, Sie haben ja Ahnung davon. Aber nach dem Auslaufen der Quotenregelung zum 01.04.2015 ist die Milchmenge aktuell nur ca. 1% höher. Gleichzeitig, und das haben Sie, Frau Schott, auch gesagt, steht dem aber ein Einbruch in der Nachfrage gegenüber. Auch durch das Einfuhrverbot von der russischen Seite für Agrarprodukte aus der EU, Obst, Gemüse, Schweinefleisch und Milchprodukte, war plötzlich ein Vermarktungsweg zu, und der Export ist eingebrochen. Ein weiteres Problem ist, dass China durch Abwertung seiner Währung die Einfuhren auch von Agrarprodukten verteuert und damit die Erzeugnisse für den normalen Chinesen unattraktiv macht. Auch hier ist ein wichtiger Markt auch für deutsche Bauern kurzfristig eingebrochen. In dieser Situation Diskussionen kamen dann die Preisgespräche mit den Molkereien und dem Lebenshandel. Dies haben vor allem die großen Discounter ausgenutzt, um die Einkaufspreise zu drücken, zum Nachteil der Erzeuger. Ein Milchpreis unter 30 Cent pro Liter Milch bringt Betriebe in Existenznot. Zu diesen Preisen kann kein Landwirt produzieren. Deshalb ist besonders die EU-Politik gefordert, den Landwirten zu helfen. Deutschland oder Hessen alleine kann das nicht. Es muss EU-weit geregelt werden. Wir haben offene Märkte, das darf man nicht vergessen. Dies gilt auch für eine eventuelle Mengenbegrenzung. Die ist nur europäisch machbar. Wir brauchen die Fortführung von Intervention und privater Lagerhaltung, eine moderate Anhebung des Interventionspreises, der derzeit bei 23 Cent liegt, wo dann die Lagerhaltung das alles erst greift, Liquiditäts- und Bürgschaftsprogramme, die ja auch teilweise schon angelaufen sind, aber auch russlandbedingte Sonderbeihilfen. Das kann die Landwirtschaft nicht alleine schulden, den Einbruch dieser Märkte. Exportunterstützung und Erschließung neuer Märkte. Und die Superabgabe, die ja nicht nur die 500 Millionen € erhoben hat, sondern 900 Millionen €, die die Landwirtschaft bezahlt hat, dieses Geld muss wieder in den Milchsektor zurückfließen, um hier die Schwierigkeiten für die Betriebe zu erleichtern. Hessen hat frühzeitig, auch das will ich sagen, nach allen Möglichkeiten Vorsorge getroffen. Schon Anfang dieses Jahres waren am sogenannten Milchtisch alle Erzeuger, Verarbeiter, Handel zusammen und haben die Probleme erörtert und mögliche Lösungen zwischen den Verbänden unter Leitung des Ministeriums angesprochen und ihre Umsetzbarkeit ausgelotet. Das ist der richtige Ansatz. Nur gemeinsam werden wir hier Lösungen finden. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das auch noch sagen, der Discounter Lidl hat ja angekündigt, für seine Milchproduzenten 5 Cent pro Liter Milch unabhängig von dem Marktpreis nur für die Landwirte zu bezahlen. Das kann ein Weg sein. Ich würde mich freuen, wenn man auch Aldi und andere auf diesen Weg bekommen könnte, denn das würde auch den landwirtschaftlichen Erzeugern und Betrieben auch helfen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sind aber auch unsere Verbraucher gefragt, und das ist auch angesprochen worden. Wir wollen regionale Produkte, wir wollen gläserne Produktion, wir wollen die Betriebe sehen, wir wollen gute regionale Produkte, dann brauchen wir auch die Käufer. Und das muss der Verbraucher wirklich auch immer nachfragen.
regionale Produkte. Die sind zwar etwas teurer, aber man weiß auch, wo sie herkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden selbstverständlich unserem Antrag zustimmen und den der LINKEN ablehnen. Danke. Danke, Herr Wiegel. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Lotz das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist gut, dass wir die Milchkrise heute hier im Landtag diskutieren. Es ist vor allem gut, dass wir die Krise auch als solche benennen. Wir stehen mittlerweile vor der dritten Milchkrise innerhalb weniger Jahre. Den eigentlich Betroffenen, den Milchviehhaltern, hilft es jedoch wenig, wenn wir uns in endlos Debatten hier im Landtag im Kreis bewegen. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, die Existenzfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer hessischen Milcherzeuger zu sichern und zu erhalten. Und es muss möglich sein, mit einer Milchproduktion ein angemessenes Einkommen zu erzielen, Herr Wiegel. Das sehe ich leider momentan nicht. Wir haben die Preise gehört, Herr Kollege Wiegel hat sie gesagt. Deshalb müssen wir darauf drängen, dass die 70 Millionen Euro aus Brüssel umgehend an die Landwirte ausgezahlt werden. Langfristig muss jedoch die Position der Milcherzeuger generell in der Lieferkette gestärkt werden. Die beiden Anträge von LINKEN und von der CDU und den GRÜNEN überschneiden sich in wichtigen Teilen. In den meisten Punkten können wir von der SPD dem zustimmen, auch wenn ich für ökologische Landwirtschaft große Sympathien hege, meine Damen und Herren, finde ich es jedoch fraglich, ob der Wechsel in die Bioschiene für alle erfolgsversprechend ist. Meines Erachtens ist das eine Entscheidung, die nur in den einzelnen Betrieben erfolgen kann. Einer der Punkte, dem wir so nicht zustimmen können, ist die Entwicklung eines landeseigenen Krisenprogramms. Ein Krisenprogramm, welches richtigerweise mit Produktionsdrosselungen arbeitet, kann weder auf Bundes- noch auf Landesebene greifen. Denn selbst der kleinste Milchbauer ist aus unserer Sicht heute ein Global Player. Die meisten hessischen Betriebe sind nicht nur in Deutschland, sondern auch auf dem Weltmarkt erheblicher Konkurrenz ausgesetzt. Also selbst wenn wir in Hessen, in ganz Hessen, die Milchproduktion drosseln, heißt das noch lange nicht, dass unsere europäischen Nachbarländer genauso vorgehen. Liegt die Milchproduktion also weiterhin über der Nachfrage, kann sich die Krise zu jeder Zeit wiederholen. Deshalb, meine Damen und Herren, brauchen wir auf europäischer Ebene eine Lösung. Um eine solche Lösung von Hessen aus voranzutreiben, braucht es aber, glaube ich, auch eine aktivere Rolle des Ministeriums. Bei dem letzten runden Tisch Milch war aus unserer Sicht das größte Problem, dass eine klare Positionierung des Ministeriums nicht erkennbar war. Das mag daran liegen, dass es den Anschein hatte, es wolle sich mit keiner dort vertretenen Interessengruppe verscherzen. Das ist aber keine gute Ausgangsposition, wenn man einer Milchkrise begegnen will. Um einer Krise zu begegnen, muss man sie aber auch als solche anerkennen. Dieses Gefühl habe ich beim Betrachten des letzten runden Tisches jedoch nicht immer gehabt. Alte Rezepte
wie z.B. die Kuhschwanzprämie, sind keine Lösungen, meine Damen und Herren. Natürlich sind aber kleine Molkereien solchen Ideen aufgeschlossen. Die Großen suchen ihr Heil in der eigenen Firmenausrichtung. Dafür brauche ich aber keinen runden Tisch, meine Damen und Herren. Nun würde ich nur zu gerne dem Antrag der CDU und den GRÜNEN zustimmen. Dann muss aber auch garantiert sein, dass bei dem unter Punkt 8 angekündigten Gesprächen mit allen Beteiligten das Ministerium und auch die Ministerin eine aktivere und selbstbewusstere Rolle einnehmen. Meine Damen und Herren, es gibt in China ein Sprichwort: Worte kochen keinen Reis. Also in diesem Fall könnte man das umwandeln und sagen, Worte kochen keinen Milchreis. Die in beiden Anträgen stärkere Fokussierung auf die Milcherzeuger ist absolut lobenswert. Wer aber nicht wie beim letzten runden Tisch passieren darf, sind fehlende Taten. Wie ich eingangs schon sagte, brauchen die Milchbauern keine Endlosdebatten. Milch ist ein Lebensmittel von großer Qualität. Die Landwirte sollten dafür einen angemessenen, also auch fairen Preis erzielen, von dem sie auch leben können. Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft braucht unsere Unterstützung, damit die Milchwirtschaft leistungsstark und wettbewerbsfähig bleibt und oder wieder wird. In diesem Sinn glaube ich, wenn wir den Antrag oder die beiden Anträge im Anschluss, glaube ich, im Ausschuss diskutieren, hoffe ich, dass wir dort etwas Vernünftiges für die Milchwirtschaft erzielen. Ich bedanke mich. Danke, Herr Lotz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Feldmayer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin im Gegensatz zu dem Kollegen Lotz sehr froh darüber, dass wir heute hier im Parlament über das Thema Milchkrise reden. Ich glaube, dieses wichtige Thema gehört hier debattiert, denn die Lage der Milchbäuerinnen und Bauern in Hessen ist dramatisch. Der aktuelle Milchpreis liegt unter 30 Cent, und der Milchpreis ist seit Monaten auf einer Talfahrt. Wir müssen leider wieder von einer Milchkrise reden, und das vor dem Hintergrund, dass wir in Hessen nur noch ca. 3.400 Milchviehbetriebe haben. Zwischen 1991 und 2010 gab es einen Rückgang der Milchviehbetriebe um 89%. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Strukturwandel ist hier im vollen Gange, und ich glaube, es ist gut, wenn wir etwas tun. Und unsere Landwirtschaftsministerin Hinz setzt sich dafür ein, dass dies nicht mehr so schnell vorangeht, dass dies gebremst wird. An diesen Betrieben, meine Damen und Herren, an diesen Milchviehbetrieben, überhaupt an den landwirtschaftlichen Betrieben, hängen Arbeitsplätze, Existenzen und eine ganze Wertschöpfungskette in der ländlichen Region. Und ohne Milchviehhaltung, ich glaube, das ist nicht jedem bewusst hier, droht auch der Verlust einer ganzen Kulturlandschaft, unserer wertvollen Grünlandflächen und damit der Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren, die diesen Lebensraum benötigen. Und die Preisspirale nach unten in den Discountern, die schon angesprochen worden ist von den Kolleginnen und Kollegen, diese Geiz-ist-geil-Mentalität gefährdet die Existenz der Milchviehbetriebe in Hessen. Wir brauchen existenzsichernde Preise für Milchviehbetriebe, damit sie überleben können. Und ich glaube, dass wir es uns als Verbraucher auch nicht leisten können, dass wir es uns als Verbraucher doch leisten können, ein paar Cent teurere Milch zu kaufen. Aber wir können es uns eben nicht als Gesellschaft leisten, dass immer mehr Milchviehbetriebe in Hessen und damit bäuerliche Existenzen aufgeben müssen, meine Damen und Herren. Ich glaube tatsächlich, dass wir um jeden Milchviehbetrieb hier in Hessen kämpfen müssen. Die weltweite Überproduktion hat dazu geführt, dass die Erzeugerpreise für Milch eingebrochen sind.
Und das ist der klassische Fall von Überangebot und zu wenig Nachfrage. Wir haben es schon gehört. Der deutsche Milchpreis hat seit Ende 2013 eine Talfahrt von 41 auf 28 Cent hingelegt. Zu diesem Preisverfall kam es auch vor dem Hintergrund der am 1. April diesen Jahres ausgelaufenen Milchquote. Und der aktuelle Milchpreis kann die Kosten der Landwirte eben nicht mehr decken. Was würde jeder Unternehmer in dieser Situation tun? Er würde die Produktion drosseln. So etwas geht aber nicht bei der Milchviehhaltung. Die Milchbauern können ihre Produktion kaum drosseln oder stilllegen wie ein anderem Wirtschaftszweig. Die Kühe können ja nicht einfach abgeschaltet werden wie eine Maschine. Und so stehen die Milchbauern mit dem Rücken zur Wand. Und hier hilft es eben nicht, erneut, wie schon bei der letzten Milchkrise, an Symptomen herumzudoktern. Wir müssen endlich einmal an die Ursachen des Problems gehen. Und dazu ist es notwendig, ein Gesamtkonzept für den Milchmarkt zu entwickeln. Und hierzu hat unsere Landwirtschaftsministerin Hinz mit den grünen Landwirtschaftsministern der Länder ein Positionspapier zum Krisenmanagement im Milchmarkt vorgelegt und zur flexiblen Mengensteuerung bei der Milchproduktion aufgerufen. Mit diesem Positionspapier haben Sie sich an Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt gewandt, damit auch EU-weit ein funktionierender Marktrahmen erarbeitet wird. Also ist unsere Landwirtschaftsministerin hier schon sehr aktiv geworden, und ich finde es durchaus auch sehr selbstbewusst, was sie dort vorgetragen hat. Das ist auch richtig so, denn wir brauchen wirksame, flexible Instrumente, aber auch in Kooperation mit Molkereien, um die Milchmenge zu steuern, anstatt eines Wettbewerbs, wer den Preisverfall am längsten durchhält. Denn das sind hier garantiert nicht die kleinen Betriebe in Hessen, die diesen Preisverfall am längsten durchhalten, sondern es sind die großen Betriebe. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die kleinen Betriebe hier in Hessen überleben können. Als erste Hilfe muss der Interventionspreis für Magermilchpulver und Butter angehoben werden und die Superabgabe an die Milchbauern zurückgeführt werden. Auch hier ist unsere Landwirtschaftsministerin aktiv geworden, Herr Lorz. Landwirtschaftsministerin Hinz hat alle Akteure der Milchwirtschaft zu einem Milchtisch zusammengeführt, um dort zu beraten, was zu tun ist, um Maßnahmen zu erarbeiten, die den Milchbauern in Hessen helfen. Aber vieles kann eben nur die Bundesregierung und die EU regeln. Aber was wir in Hessen tun können, das wird gemacht, meine Damen und Herren. Der Milchtisch übrigens war auch eine Anregung der Milchbauern. Das ist jetzt nicht die Idee alleine von uns gewesen. Das ist eine gute Idee, aber auch sozusagen von den Akteuren selbst kam diese Idee. Also deswegen wundere ich mich, wenn Sie das kritisieren. Und der Bundesverband der Milchviehhalter übernimmt auch selbst Verantwortung. Er hat eigene Vorschläge erarbeitet, die auch von der Bundesregierung ernsthaft geprüft werden müssen, meine Damen und Herren. Und die Landesregierung unterstützt mit ihrem Agrarumweltmaßnahmenprogramm die Stärkung der regionalen Vermarktung von Milch. Denn auch hier gibt es noch Potenziale und Marktchancen, beispielsweise auch die Vermarktung gentechnikfreier Milch. Zudem werden auch die richtigen Anreize in unserer Landwirtschaftspolitik gesetzt. Nicht die weitere Intensivierung in der Tierhaltung, sondern Investitionen in artgerechtere Tierhaltung werden gefördert. Und ich glaube, das genau ist der richtige Weg. Meine Damen und Herren, wir haben und werden alles tun, was auf Landesebene getan werden kann, um den Milchviehbetrieben zu helfen. Es fehlt leider noch die Entschlossenheit der Bundesregierung, des Bundeslandwirtschaftsministers, hier gemeinsam etwas zu bewegen. Denn nur gemeinsam können wir erreichen, dass auf der EU-Ebene Bedingungen geschaffen werden, welche die Versorgung der Bürgerinnen mit guten Qualitätsprodukten wie der hessischen Milch ebenso sichert wie die Existenz der Milchbauern. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Feldmeier. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Lenders das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Vorredner haben es schon angesprochen.
Die Probleme auf dem Milchmarkt sind sicherlich nicht regional zu lösen. Sie können nicht von Hessen ausgelöst werden, wahrscheinlich sogar national nicht gelöst werden. Es ist ein Thema, das am Ende die EU anpacken muss. Und, meine Damen und Herren, das hängt natürlich auch mit den Mengen zusammen, die in der gesamten EU produziert werden. Und dass das eine Herausforderung ist, das kann jeder im Moment sehen. Und dass wir es mit einem Produkt zu tun haben und es nicht lokal zu lösen ist, mag man vielleicht an den Mengen vor allen Dingen ablesen können. Es ist nicht so sehr der Liter Milch, der nicht genügend getrunken wird, sondern das, was erschwerend hinzugekommen ist, ist tatsächlich das Russland-Embargo. Meine Damen und Herren, das ist ein In diesem Embargo trägt Politik halt eine zentrale Verantwortung, und die hat auf die Preiskrise, so will ich das mal nennen, auf dem Milchmarkt voll durchgeschlagen. Dazu kommt natürlich auch eine Situation in Asien. Das ist auch schon angesprochen worden. Und, meine Damen und Herren, wenn Milch ein verderbliches Produkt ist und wir über sehr große Mengen reden, reden wir halt auch über viele Milchprodukte, vor allen Dingen Milchpulver. Und diese, wenn es darum geht, neue Absatzmärkte zu erschließen, dann muss Politik, wenn sie vorher in dieses Marktgeschehen eingegriffen haben, eben auch beim Absatz der Landwirte von Milchprodukten helfen. Meine Damen und Herren, in den beiden Anträgen, und auch ich kann sagen, es ist gut, dass DIE LINKE das heute zum Setzpunkt gemacht hat, dass wir das diskutieren können. Und die beiden ersten Punkte, ob das der Antrag von den LINKEN sowohl wieder von CDU und GRÜNEN ist, diesen Antrag, wer den ersten Punkt nicht unterschreiben kann, müsste jeder können. Aber dann ist es wahrscheinlich auch schon am Ende der Gemeinsamkeiten. Denn wenn man sich den Antrag der LINKEN etwas genauer anschaut, ist es wohl eher eine Frage, dass die Marktmechanismen hier kritisiert werden. Und dann muss man den Kollegen dann schon einmal sagen, also das, was Sie beschreiben, ist, dass der Markt hier nicht funktioniert hätte, die Marktmechanismen nicht funktioniert hätten. Ja, liebe Kollegen, nur eine Quote ist eben kein Instrument einer freien Marktwirtschaft, sondern es ist ein Instrument der Planwirtschaft. Und genau die hat versagt. Die alten Quotenregelungen, also ich kann Sie vielleicht einmal daran erinnern, bevor Sie sich jetzt hier echauffieren, die hat eben dazu geführt, dass wir in der Europäischen Gemeinschaft Butterberge hatten, dass wir Milchseen hatten. Und das hat alles dazu geführt, dass man versucht hat, über Quoten eine Regelung einzubringen, um dort zu regulieren. Und, meine Damen und Herren, es hat am Ende dazu geführt, dass die Quoten permanent nachgesteuert werden mussten. Meine Damen und Herren, eine Forderung, wieder die Quote einzuführen, das will in der Landwirtschaft sicherlich keiner. Und auch das, was Sie vorschlagen, Biomilch, Biomilchprodukte sollen jetzt es retten. Herr Kollege Lotz hat es Ihnen auch schon gesagt. Meine Befürchtung wäre auch, dass Sie dann eben das Problem, was jetzt der gesamte Milchmarkt hat, eben auf die Bioprodukte und auf die Biomilchbauern dann verlagern. Das kann sicherlich auch nicht gewollt sein. Meine Damen und Herren, die Vorredner haben es auch schon angesprochen. Der Lebensmitteleinzelhandel muss sich kritisch hinterfragen, ob er bei solch einem hochwertigen Produkt es immer zu einer Eckpreislage gebracht hat. Es gehört zu den Produkten im Lebensmittelhandel, wo immer hingeschaut wird, welchen Eckpreis wird hier vorgegeben. Und hier hat immer der Niedrigste das Prä, meine Damen und Herren, oftmals unter Einstandspreis abgegeben, nur um hier eine Preissymbol dem Verbraucher zu suggerieren. Das wird dem Produkt Milch überhaupt nicht gerecht. Ich bin schon ganz froh, dass es hier Anzeichen gibt. Ich hätte den Namen jetzt nicht genannt, aber Lidl hat es vorgelebt. Meine Damen und Herren, es gibt auch andere Unternehmen, die das gemacht haben. Ich erinnere an die Firma Tegut oder die Firma Rewe, die in der Vergangenheit bei der letzten Milchkrise auch reagiert haben, die gesagt haben, faire Milch, einen fairen Preis für die Landwirte und, wie ich meine, haben auch die Verbraucher das sehr wohl verstanden. Nur ich glaube, dass der Verbraucher insgesamt über seine Marktmacht
eigentlich noch gar nicht so richtig im Bilde ist. Er sollte eben diesen Eckpreislagen nicht immer auf den Leim gehen, nicht immer den billigsten Liter Milch kaufen, sondern eher dem Produkt zugreifen, dem er auch Vertrauen schenkt. Wenn das ein Bioprodukt ist, wenn das ein Biomilchprodukt ist, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Meine Damen und Herren, die letzten 33 Jahre konnte weder Milchquote noch den Strukturwandel aufhalten, noch konnte es Milchpreiskrisen verhindern. Meine Damen und Herren, es hat eher dazu geführt, dass Betriebe sich weiterentwickeln konnten. Das ist eher verhindert worden. Wenn Sie heute in tiergerechte Ställe investieren wollen, dann müssen Sie im Grunde doppelt zahlen in Ställe und für die Quote. Und die Forderung, hier die sogenannte Superabgabe jetzt zurückzuführen, das findet auch unsere volle Unterstützung. 900 Millionen. Ich weiß es nicht, ob die Zahl richtig ist. Ich habe eine etwas andere Zahl, aber da vertraue ich einfach auch mal dem einzigen Landwirt, das darf man ruhig sagen, der hier im Hessischen Landtag noch verblieben ist. Meine Damen und Herren, da denke ich, wird man aber sicherlich nicht über die Größe, sondern um das an sich streiten dürfen oder beziehungsweise nicht streiten müssen, sondern an sich, es muss halt zurückgegeben werden. Es ist auch ganz klar, wir reden bei der Landwirtschaft, bei den Milchbauern nicht nur alleine um produzierende Betriebe. Sie sind natürlich da, auch ein Stück Kulturgut in Deutschland zu erhalten. Und es ist schon das Problem angesprochen worden. Die hessischen Bauern, und nicht nur die hessischen, alle Milchbauern haben halt 365 Tage ihr Milchvieh im Stall stehen. Und es gibt eine ganz legendäre Rede hier im Hessischen Landtag, die das mal sehr gut beschrieben hat. Und es ist aber in der Sache nicht falsch gewesen. Aber wer will das bestreiten? Will das hier irgendeiner kritisieren? Nein, ich glaube nicht. Und ich will auch mit meinem ehemaligen Kollegen Heinrich Heidel enden. Eine Kuh macht Mu und viele Kühe machen Mühe. So ist das halt in Deutschland, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für eine Kurzintervention hat sich Frau Feldmayer, Bündnis 90 Die Grünen, gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich einfach zu dieser Kurzintervention noch einmal gemeldet, weil ich es nicht unwidersprochen lassen will, was Sie gerade gesagt haben, Herr Lenders. Sie haben gesagt, die Milchquote hätte dazu geführt, dass es Butterberg und Milchseen gibt. Das ist völliger Unsinn. Die Milchquote ist genau eingeführt worden, weil es diese Butterberge und diese Milchseen gab. Also von daher haben Sie es komplett falsch dargestellt. Gut, danke schön. Noch ein zweiter Punkt, wenn ich jetzt schon gerade hier bin, auch wenn Sie es jetzt klargestellt haben, vielen Dank. In der Landwirtschaftspolitik oder in der Landwirtschaft, gerade auch bei der Milchviehhaltung, funktioniert das, was Sie ja immer gerne vorbringen, nämlich der freie Markt eben nicht. Also wir müssen uns doch ansehen, wie es da ist. Die Milchviehbetriebe, der Milchbau ist dort einfach das schwächste Glied in der Kette. Sie sind abhängig von den Molkereien. Der Einzelhandel gibt den Preis vor. Von daher bitte überlegen Sie noch einmal, wenn Sie immer so argumentieren, der freie Markt wird schon richten. Ich glaube, an der Stelle ist den Milchbauern wirklich nicht geholfen. Vielen Dank. Danke, Frau Feldmayer. Herr Lenders, Sie haben 2 Minuten Zeit zur Antwort. Ja, Frau Kollegin, vielleicht hatte ich mich da eben etwas undeutlich ausgedrückt. Jawohl, die Quote war ein Resultat von Butterbergen und Milchseen. Das stimmt. Und das Letzte ist auch, da haben Sie mich dann auch vielleicht falsch verstehen wollen, vielleicht falsch verstanden. Meine Damen und Herren, wir haben keinen freien Markt in der Landwirtschaft. Es ist eben ein streng regulierter Markt, wo Politik eine hohe Verantwortung hat, wenn sie in dieses Marktgeschehen eingreift, Frau Kollegin. Und ich kritisiere nur, dass in dem Antrag der LINKEN quasi der freie Markt als Buhmann herhalten muss und Instrumente genannt werden, die mit einem freien Markt nun einmal überhaupt nichts zu tun haben, die aber in großen Teilen eben auch Probleme verursacht haben, nicht mehr und nicht weniger.
Danke, Herr Lenders. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist richtig, wir haben eine Milchkrise. Seit dem Frühjahr hat sich die Problematik zugespitzt. Und angesichts von Milchauszahlungspreisen von unter 30 Cent für konventionell erzeugte Milch, und das schon seit Beginn des Jahres, geraten viele Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger auch in Hessen in eine schwierige, existenzbedrohende Lage. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen. Die Milcherzeugung ist deshalb so wichtig für die hessische Landwirtschaft, weil rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Erlöse ausschließlich in diesem Bereich erwirtschaftet werden. Das ist ein hoher Anteil. Die Milcherzeugung, gerade in benachteiligten Regionen, trägt oftmals als einzige ökonomisch sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung zur Existenz bei und dann auch noch wesentlich zum Erhalt der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt. Die Landesregierung unterstützt deshalb die Milchbauern in ihrem Anliegen, einen vernünftigen Preis für dieses wertvolle Lebensmittel zu erzielen. Und ich sage auch an dieser Stelle, das ist eine Verantwortung, die getragen werden muss vom Lebensmittelhandel, wo ich es ausdrücklich kritisiere, wenn Milch zu Dumpingpreisen verschleudert werden, so will ich es ausdrücklich nennen. Es ist eine Verantwortung der Molkereien, seriöse Preise zu zahlen und faire Handelsbeziehungen auszuhandeln und einzuhandeln mit den Landwirten. Aber es ist auch die Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, für gute, wertvolle Erzeugnisse auch einen guten Preis zu zahlen. Hinter jedem Liter Milch hängen nicht nur Kühe, sondern auch Familien, die ernährt werden wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man für Milcherzeugnisse auch einen guten Preis zahlt. Aber wie Sie wissen, ist die Problematik nicht auf Hessen beschränkt. Und deshalb haben wir sehr frühzeitig auch schon über den Bund bis hin zur EU versucht, mitzuwirken an neuen Regelungen, die ja im Hinblick auf das Auslaufen der Milchquote aus unserer Sicht notwendig waren. Und leider hat die EU-Kommission hier nichts getan im Hinblick auf das Auslaufen der Milchquote, sondern sie hat abgewartet. Und jetzt haben auch die Krisengespräche auf EU-Ebene noch keine greifbaren Ergebnisse gehabt. Es gibt 69 Millionen € für Deutschland, sowohl für Milchbauern als auch für Schweinehalter. Also, die müssen sich das teilen. Das Geld wird voraussichtlich für Kredit- und Bürgschaftsprogramme genutzt, aber es wird bislang keine absehbaren neuen strukturellen Veränderungen geben, die mittelfristig greifen können. Und das kritisieren wir, und zwar unisono alle Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister der deutschen Bundesländer. Es sind Gespräche geführt worden, auch diese Woche wieder auf Bundesebene mit dem Bundeslandwirtschaftsminister. Es sind Vorschläge von Seiten der Länder eingebracht worden. Entscheidungen werden voraussichtlich erst bei der Agrarministerkonferenz fallen. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, dass wir uns von Hessen aus, ich habe ja den Vorsitz der Agrarministerkonferenz, mit einem Leitantrag dafür einsetzen, dass der Bund tätig wird, vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene, und sich für die Weiterentwicklung der vorhandenen Kriseninstrumente einsetzt. Wir haben von Hessen aus mit anderen Landwirtschaftsministerien, die grün geführt sind, eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Schon im Frühjahr
dann haben wir sie auch im Frühsommer vorgestellt. Auf dieser Grundlage wird auch der Beschlussvorschlag entsprechend erarbeitet. Es tut mir jetzt leid, Herr Lotz, wenn Sie sagen, das Ministerium würde sich nicht positionieren, dass die SPD-Landwirtschaftsminister es nicht geschafft haben, sich frühzeitig auf den Weg zu machen und zu überlegen, wie reagieren wir auf mögliche neue Milchkrisen. Also, das tut mir herzlich leid. Wir haben uns positioniert. Und da Sie auch nicht Mitglied des Milchtisches sind, weiß ich nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Authentisch sind Sie jedenfalls nicht, weil mein Ministerium ganz klare Positionen hat. Und die kann ich Ihnen gleich auch noch einmal beschreiben. Wir wollen die Verbesserung der Bedingungen der staatlichen und privaten Einlagerung von Milchprodukten. Wir wollen die Weiterentwicklung der Marktbeobachtungsstelle zu einem echten Frühwarnsystem, eine Überprüfung der Lieferbeziehungen zwischen Erzeugern und Molkereien. Hierbei müssen die Milcherzeuger gestärkt werden. Und die Entwicklung weitergehender Maßnahmen, mit denen eine Verringerung des Milchangebotes erreicht werden kann. Hierzu müssen dann Vereinbarungen mit Molkereien und Lebensmittelhandel dienen. Es soll keine staatliche Regulierung sein. Das ist also, wir brauchen keine Einführung einer neuen Milchquote. Die will auch keiner. Aber es muss klar sein, dass man zu neuen Vereinbarungen kommt, von denen die Milcherzeuger dann auch tatsächlich profitieren können. Und wir brauchen Kriseninstrumente, wo man im Zweifel auch Milchmengen aus dem Markt nehmen kann, wenn es hart auf hart geht. Gerade zu dem letzten Punkt möchte ich noch etwas Grundsätzliches sagen, auch im Hinblick auf den Antrag der LINKEN. So ein Instrument kann man nicht landesweit einführen. Das ist völlig unmöglich. Die Landwirtschaft ist ein Feld, das nicht nur regional gesehen werden kann. Sie wissen, dass wir die regionale Wertschöpfung in Hessen wollen, brauchen und fördern. Das ist wichtig, gerade im Hinblick auf die Transparenz bezüglich der Verbraucher. Es ist wichtig, damit die regionale Wertschöpfung möglichst hier bleibt. Es ist besser, weil die Preisbildung dann auch von den Landwirten entsprechend besser auch beeinflusst werden kann. Aber die Landwirtschaft ist ein Markt, der in der EU verschränkt ist und weit darüber hinaus. Von daher können wir nicht sagen, wir machen das nur einmal für uns alleine. Wir haben einen Binnenmarkt, und wir haben Exportbeziehungen. Ich bin keine, die das Wort denen redet, die sagt, also alle Bauern sollen sich ausrichten auf Export, dann klappt das schon. Weil wir sehen gerade, dass es nicht klappt. Je mehr man sich auch auf den Export verlässt, umso mehr haben die Erzeuger das Problem, wenn es Exportkrisen gibt, weil dann hängen sie nämlich richtig tief am Boden. Von daher brauchen wir auch eine regionale Wertschöpfung. Aber wir können nicht so tun, als könnten wir mit Landesprogrammen hier das Problem der Milchkrise lösen. Wir müssen hier größer denken und agieren, wenn wir etwas bewirken wollen. Und ich habe Ihnen erläutert, was wir Richtung AMK da auch vorschlagen. Und ich möchte Ihnen abschließend kurz darstellen, wie wir in Hessen heute schon die Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger unterstützen. Wir haben einmal, Herr Abg. Wiegel hatte schon erwähnt, im Hinblick auf die aktuelle Krise die Entscheidung des Finanzministers, dass die Steuervorauszahlungen herabgesetzt werden können. Wir werden auf jeden Fall die Zahlungen der AGZ und der Betriebsprämie in diesem Jahr noch auszahlen. Eine Auszahlung schon im November werden wir nicht leisten können, weil die Anlastung bei uns liegt. Wir werden das auch deshalb nicht leisten, weil wir die EDV-Programme völlig umstellen müssten, was unglaublich viel Geld kostet, was wir den Landwirten in der zweiten Säule wieder abziehen müssten. Also, am Ende würden die Landwirte verlieren. Deswegen sind auch alle Landwirtschaftsminister in Deutschland dagegen. Aber
Wir werden auch die Erzeugungsbedingungen der Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter weiterhin durch das Agrarinvestitionsprogramm verbessern. Wir haben bereits 5,4 Millionen € im letzten Jahr mit dafür ausgegeben, den Umbau alter Ställe in neue zu forcieren. Der Landesbetrieb Landwirtschaft berät die Milchviehbetriebe vor Ort dahingehend, wie nachhaltige Milcherzeugung optimiert werden kann. Wir haben mit dem Ökoaktionsplan die Flächenförderung von 80 Millionen € auf 120 Millionen € erhöht. Wir werden die regionale Vermarktung jetzt auch noch einmal mit einer neuen Vermarktungsgesellschaft, die an die MGH angedockt ist, unterstützen, auch finanziell, sodass wir tatsächlich auch versuchen können, das, was wir am Milchtisch erörtern, nämlich neue Marktbeziehungen zwischen Milchbauern, auch Molkereien und Lebensmitteleinzelhandel, dann auch tatsächlich gut zu unterstützen. Ich denke, Frau Ministerin, ich darf Sie an die Redezeit das erinnern. Das ist jetzt der letzte Satz. Mit diesen Unterstützungsleistungen vor Ort in Hessen, aber auch mit den Vorschlägen Richtung Bundesebene und EU-Ebene sind wir auf gutem Weg. Ich freue mich auf jegliche Unterstützung, die ich von Ihnen habe. Danke, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Nach meinen Informationen werden beide Anträge in den Umweltausschuss überwiesen. Dann machen wir das so.